Die Lösung. Wenn was nicht klappt, dann wird vor allem mal nicht berappt. Wir setzen frisch und munter die Löhne herunter, immer runter. Wir haben bis über die Ohren bei unseren Geschäften verloren. Unser Geld ist in allen Welten, Kapital und Zins nur Zubehör. So lassen wir denn unser großes Malheur nur einen gelten. Den, der sich nicht mehr wehren kann, den Angestellten, den Arbeitsmann, den Hund, den Moskau verhetzte, dem nehmen wir nun das Letzte. Arbeiterblut muss man keltern. Wir sparen an den Geldern, immer runter. Unsere Inserate sind nur noch ein Hohn. Was braucht denn auch die deutsche Nation, sich Hemden und Stiefel zu kaufen? Soll sie doch barfuß laufen? Wir haben im Schädel nur ein Wort. Export, Export. Was braucht ihr eigenen Hausstand? Unsere Kunden wohnen im Ausland. Für euch gibt's keine Waren. Für euch heißt's sparen. Sparen. Nicht wahr? Ein richtiger Kapitalist hat verdient, als es gut gegangen ist. Er hat einen guten Magen. Wir mussten das Risiko tragen. Wir geben das Risiko traurig und schlapp inzwischen in der Garderobe ab. Was macht man mit Arbeitermassen? Entlassen! Entlassen, entlassen! Wir haben die Lösung gefunden, Krieg den eigenen Kunden, dieweil der deutsche Kapitalist Gemüt hat und Exportkaufmann ist. Wussten Sie das nicht schon früher? Gott segne die Wirtschaftsverführer.